Luke Littler, ein Name, der zieht. Offenbar auch die klick- und geldgeilen Leute an. Ist schon faszinierend, oder? Wie hier jemand für die ganz normalen Generation One Darts als Original WM Darts 250 Euro abzocken will. Das wäre ja so, wie wenn eine Felix spielt Darts die originalen Scott Williams Darts von der WM spielen würde. Oder die originalen Martin Schindler Darts von der WM. Aber klar, ihr sollt das glauben und fleißig klicken für Darts, die du für 18 Euro, 60 Euro oder halt maximal 115 Euro kaufen kannst. Ja, 115 Euro, neu, maximal. Für eben die Pixel Grip Variante der Generation One Spieler Darts. Und das aber eben nicht nur in 23 Gramm wie noch lange vor der Darts WM, sondern mit dem jüngsten Target Launch auch in 22 Gramm, in 24 Gramm und als 19 Gramm Softtip. Also in viel mehr Varianten denn je. Aber die sind weder limitiert, noch sind sie irgendwie eine besondere WM-Edition. Aber gut, es gibt Neues von Luke Littler. Eine neue Spielerdart-Variante mit dem Loadout für 60 Euro. Sowie noch ein Brass Dart Set für rund 18 Euro, dass hier auch keiner über die Preise meckern muss. Also keine 250 Euro oder 179 Euro. Auch nicht 130 Euro für Darts, die bespielt sind. Pff, lachhaft. Also komme ich zum ganz normalen Review der Luke the Nuke Littler Spieler Darts. Ich finde es interessant zu beobachten, wie noch vor 4 Monaten zu meinem ganz normalen Review einige Leute meinten, ja, Luke Littler, wer ist das denn? 115 Euro für einen unbekannten Spielerdart. Also würde ich niemals kaufen zu so einem Preis. Naja, und jetzt gibt's die Generation One als Swiss Point Spielerdarts in 3 Gewichten, Steel-Tip. Und die sind kaum bei einem Händler verfügbar in nennenswerten Stückzahlen. So kann der eigentlich direkt schon wieder nachbestellen. Was eben auch die sehr, sehr merkwürdigen Mondpreise, unter anderem auch auf eBay und so, erklärt. Fans können sich ebenso ins Luke Littler Spieler-Shirt pellen oder die Darts auch in dem passenden Tacoma Darts Case verstauen. Das gibt's einmal in der normalen Variante, kostet so 17,95 Euro oder in der etwas größeren XL-Variante. Da gehen dann 2 komplette Darts-Sets auf jeden Fall rein und ein bisschen Zubehör, die ich hier habe für 19,95 Euro. Und auch hier habe ich es, glaube ich, wirklich noch nicht erlebt, dass man für ein im Prinzip Standard-Tacoma-Case im Spielerdesign jetzt direkt in den Ausverkauf kommt, beziehungsweise auf Vorbestellung annimmt. Also das gab es ja noch nicht mal für die Barney Army oder für ganz besondere Phil Taylor oder so Editionen. Also man merkt, ne, Luke Littler ist gehypt. Mit Brass hast du Spaß. Na, vielleicht auch nicht. Aber gut, für rund 18 Euro gibt es ein Littler Dartset zum Einstiegspreis aus Messing in Littler Farben. Gelb-Blau. Das finde ich gut. Target bietet hier die 60mm Bomben mit rund 8,7 mm Durchmesser, waren das, glaube ich, in 22 Gramm an. Da gibt es auch keine Auswahl, so wie die Dinger hier liegen. Und dann als 22-teiliges Set. Also, so wird es beworben. Klingt nach ultra viel zu diesem Preis. Es ist eigentlich ein 6-teiliges Set, weil es besteht aus den Darts mit dem Setup und dann halt 2-mal Ersatz in Bezug auf Schäfte und Flights in einer kleinen faltbaren Tasche. 6-teilig klingt halt nicht so cool wie 22-teilig. Meiner Meinung nach für einen Einsteiger vielleicht brauchbar, wer es unbedingt haben will. Ich kann mich da nur wiederholen, habe auch schon ein langes Video dazu gemacht. Ich würde keine Messing-Darts spielen. Auch wenn die Form hier zumindest mal nach hinten schlanker wird, sodass man die Darts da auch durchaus prima rausdrücken kann. Aber das Messing heutzutage ist einfach nicht mehr das, was solche Darts früher einfach waren. Es spielt sich schnell runter, es ist nicht hochwertig verarbeitet. Was erwartet man da zu diesem Preis? Und den Ersatz brauchst du übrigens auch, was hier Schäfte und so weiter anbelangt, weil bei mir schon nach wenigen Minuten, wie du im Bild siehst, bereits der erste Schaft angeknackst ist. Naja, und über schlanke oder eben griffige Darts brauchen wir ja auch nicht großartig reden. Guck im Vergleich einfach die 60 Euro Spieler-Darts dazu an und die Feinheiten der Griffprofile. Also dagegen sind die Brass-Darts Holzfäller-like. Bisschen Sparflamme ist ja auch mit dabei, denn für Schaftringe zum Beispiel hat es bei den Pro-Grip-Schäften, auch wenn die hier in schönen Farben beiliegen, in lila und in schwarz, alle gleiche Länge in kurz, hat es da aber nicht mehr gereicht. Es ist ein billiges Set, also mit zugegeben schöner Farbauswahl, ist halt auch stimmig hier mit dem Luke Littler Design, sei es ihnen gegönnt, aber Punkt, mehr ist da nicht.
Die Generation One sind für mich nach wie vor die besonderen Luke Littler Spielerdarts, aber die Loadout als günstige Variante von Target zum Einstieg in Spielerdarts mit Swiss Point Spitzenwechselsystem sind ein kleines Highlight. Die Darts gibt es in 19 Gramm Softtip und auch in 22, 23, 24 Gramm Steeltip, 90% Tungsten und gewohnt schön aufgemachter Verpackung. Bisschen schade finde ich, dass das Swiss Point Tool nur noch ganz schwarz ohne die eigentlich sonst weiß abgesetzte Schrift ist, aber ja, das spart vermutlich hier und da auch wieder ein paar Cent und bei mehreren 10.000 verkauften Sets, naja, das läppert sich, ne? In 23 und 24 Gramm entsprechen Abmessung und Balance auch sehr genau den Generation One Darts und das Griffprofil aus feinem Ringgrip mit etwas weiteren Ringgrip-Elementen gefällt mir persönlich richtig gut. Durch die etwas größeren Einbuchtungen gibt es auch eine schöne Orientierung am Barrel und ich denke, viele finden hier schnell ihren Griff am Dart. Ich kam damit auch prima zurecht, also die Darts geben schönes Feedback, finde ich, lassen sich auch dank des ja eher weichen bis mittelstarken Profils, finde ich, sauber releasen, also die sind nicht klebrig oder hakelig. Gefällt mir insgesamt gut, brauchte da nicht lange zum Eingewöhnen. Ja, nach meinem Dafürhalten, Target hat hier alles richtig gemacht und voll ins Schwarze getroffen mit einem Spielerdart, der aktuell natürlich mega gehypt ist, Luke the Nuke Littler, wer spricht nicht darüber? Und das eben zu dem Swiss Point Spielerdart Einstiegspreissegment von 60 Euro, wo ich denke, der dürfte auf jeden Fall vielen gefallen. Ich hätte es cool gefunden, statt der Standard Points die Nanos oder die neuen GAD Points jetzt dabei zu haben. Aber gut, der Littler zieht halt auch so, ne? Apropos ziehen, zieht euch doch mal meinen Rabattcode rein von Barrels & Chefs, der geilen Darts-Klamotte und für die ganze Kollektion. Da könnt ihr nämlich 15% mit dem eingeblendeten Code sparen, und zwar auf die ganze Kollektion. T-Shirts, Hoodies, Beanies, was auch immer. In Top-Qualität, schönen Motiven und frühlingshaften Farben. Es geht wieder los. Ja, und das war's mit meinem Review zu allen Luke Littler Darts aus dem aktuellen Target-Launch. Als Littler-Fan muss ich sagen, bin ich schon mal happy mit dem, was wir jetzt an Produkten bekommen haben und mit dem neuen Mega-Deal, den Target und Luke Littler abgeschlossen haben. Naja, da ist ja garantiert, dass wir noch einiges mehr bekommen werden. Aber bis es soweit ist, muss ich sagen, die Loadout-Darts hat Target richtig gut hinbekommen. Was denkt ihr? Was spielt ihr? Schreibt's gerne in die Kommentare. Lieben Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, good Darts. Euer Olli.